Hallo. Bist du ein kleines Baby? Ha? Möchtest du hier schlafen? Hm, Kätzchen? Ja? Soll ich Licht ausmachen? Brauchst du ein Kissen oder eine Decke? Oder geht so? Wieso haben wir eigentlich nicht schon vorher dran gedacht, dir so ein kleines Babybett zu holen? Das sieht so süß aus. Ja. So süß sieht das aus. Ja, Polly. Bup, bup, bup. Willst du auch bei deinem Bruder schlafen im Bett? Hm? Könnt ihr schon mal vorwärmen. Sitz da nicht so gruselig. Komm her. Der sitzt schon seit einer halben Stunde da und beobachtet uns. Und jetzt tut er so, als ob er uns nicht beobachten würde. So dreht sich einfach weg. So, nein, nein, ich sitze hier nur. Ich mache gar nichts. Wie sieht's aus, Katzis? Los, Apollo, du auch. Apollo schaltet nicht. Los. Wie sieht's aus? Oh. Klappt nicht? Oh shit, das sieht wirklich nicht gut aus. Hast du vorher angeraut? Nein. Hast du angeraut vorher? Nein. Wer hat eigentlich das Stinkekissen wieder rausgeholt? Cosmo. Wenn ihr euch Spielzeug da rausholt, dann müsst ihr auch den Korb wieder gerade machen, damit das schöner aussieht. Der geht einfach. Was ist denn? Aber du warst doch gerade draußen. Nochmal? Bist du sicher? Meinst du, Apollo würde mit dir mitkommen? Ja? Aber guck dir mal seine Pfötchen an. Die sind voll dreckig. Der hat sie immer noch nicht sauber gemacht. Hier. Ja. Siehst du, wie dreckig die sind? Willst du dich nicht... Wo bist du? Willst du dich nicht erstmal ausruhen? Nein. Willst du direkt wieder raus? Wir haben dir gerade erst das Geschirr ausgezogen. Soll ich wieder anziehen? Hm? Ja? Okay, warte. Scheiße, scheiße. Komm mal, Polly. Aber warum will der eine aus der Tür raus und der andere aus der? Entscheidet euch mal. Ja, ist ja gut. Geh. Geh. Apollo? Sag mal, vernünftige Katzen gehen doch aus der Tür raus, wo wir immer rausgehen. Komm schon. Ja, unser Zaun steht einigermaßen wieder. Deswegen können die Katzis wieder frei rumlaufen. Gestern hatte ich Apollo auch ein Geschirr angezogen, weil ich mir nicht sicher war, ob nicht irgendwo doch noch ein Schlupfloch ist. Und ja, dann ging es auch. Dann habe ich gesehen, dass sie nicht weggelaufen sind. Also darf Apollo wieder ohne Geschirr raus. Und Cosmo könnte halt passieren, dass er über den Zaun springt. Deswegen muss er immer noch ein Geschirr tragen. Was? Soll ich dich nicht beobachten? Hm? Findest du das doof? Willst du wieder reingehen? Nee, ne? Ich wollte gerade sagen. Oh, Apolli.
Wie lange sitzt du denn da schon? Ja, was denn? Ich hab euch nicht vergessen. Ich hab nur lange nicht mehr rausgeguckt. Sei nicht so böse. Komm rein. Komm. Komm rein, wenn dir kalt ist. Oder bleib draußen. Apollo ist reingelaufen. Cosmo, eins von beiden. Danke. Erstmal sprech sie. Wir gucken jetzt mal, wie unser Papi vorankommt. Ui. Das sieht sehr künstlerisch aus. Geschmackvoll. Nein, nicht da drin streichen. Hier oben drauf. Ja. Katzi, geh mal hier raus. Schnell. Hast du die Pfötchen dreckig gemacht? Nein? Pass mir ja auf. Ja, auf deine Pfötchen, dass sie nicht weiß werden. Nicht, dass du dann hier alles noch verteilst und die dann ableckst. Na, Apollo. Genau. Also, was ist jetzt? Wieder rausgehen? Hm? Ja? Dann komm. Geht? Was ist denn jetzt? Apollo hat Bock. Geht. Solange das Wetter schön ist, genießt die Zeit draußen. Wenn es wieder regnet, ist es wieder scheiße. Geht doch. Was ist, Apollo? Sollen wir dir ein neues Spielzeug rausholen? Hm? Was hältst du davon? Guck mal. Was hättest du gerne? Guck mal rein. Nee. Hier. Guck. Was möchtest du haben? Möchtest du so eine Spirale haben? Hm? Willst du sie haben? Willst du jagen? Hier? Cosmo, ich kann dir dein Geschirr ausziehen. Ja, aber dann geht's nicht mehr raus. Also entweder raus oder Geschirr anlassen. Entweder raus und Geschirr anlassen oder Geschirr ausziehen und drin bleiben. Hallo? Was ist denn jetzt? Willst du raus? Apollo hat wieder Bock. Oder ich mache jetzt zu. Apollo? Ich mache zu. Na los. Willst du wieder rein? Uiuiui. So windig. So, was ist jetzt? Katzi, du bleibst drin, oder? Dann ziehe ich jetzt dein Geschirr aus.